Ja, mitten in Hannover, das ist nicht ganz richtig, sondern in Laatzen hier beim Fahrsicherheitszentrum vom ADAC. Und heute geht's los. 10 Wochen habe ich ja einen E-Roller von der InnerCity bekommen und heute ist das Fahrsicherheitstraining angesetzt. Schauen wir mal, wie es das wird. So, jetzt habe ich ihn hier, Carsten Völkening. Darf ich dich duzen? Natürlich. Ja, wunderbar. Klar. Bist du Trainer oder was bist du genau? Fahrtrainer und aber auch im Vertrieb und für die Organisation mitverantwortlich. Hier im ADAC Fahrsicherheitszentrum. Und du hast gerade gesagt, es gibt auch bei Facebook seit neuestem eine Seite. Genau, wir haben auch auf Facebook eine Seite und würden uns natürlich freuen, wenn wir ein paar Fans auf der Seite auch bekommen. Wunderbar. Und was muss man dann da gucken bei Facebook, wenn man ja jetzt neu ist, sage ich mal, und sagt, Mensch, ich möchte das gerne. Unter was steht das da drin bei Facebook? Ja, unter unserer offiziellen Bezeichnung ADAC Fahrsicherheitszentrum Hannover Messe. Und dort findet man die Seite auch sofort. Super. Und jetzt geht's los. Pressetermin. Ich halte mal kurz drauf. Das Fahrtraining hier beim ADAC in Laatzen und ich werde direkt auch noch ausgestattet und zwar vom Rollercenter Steinfeld und ja, was ich kriege, das seht ihr dann gleich. Ja, jetzt bin ich also gut ausgestattet hier von der Firma Rollercenter Steinfeld und was ich hier anhabe, ist eine Schutzhose, eine Schutzjacke und gleich werde ich mir die Handschuhe anziehen und dann geht's los. Ich bin gespannt, was mich so erwartet. Der Parcours ist fertig und mal gucken, ob die Kamera das alles einfängt. Wir werden jetzt also diesen Langsamfahrparcours Stück für Stück machen. Anfahren, drumherum fahren, dann einen langsamen Slalom, eine Spurgasse, ein bisschen im Kreis herum, 2 oder maximal 3 Mal und zum Schluss hier Wenden im Höfchen, eine unserer Lieblingsübungen. Und das Ganze hängt an der Blickführung. Gucken, gucken, gucken und gucken ist die halbe Miete und da hat man schon gewonnen. Nicht mit der Vorderradbremse bremsen. Ja, das kriegen wir hoffentlich hin. Und wenn nicht, viel Spaß beim Gucken. So, jetzt geht's los, Slalom fahren. So, letzte Runde, dann ist vorbei. Ja, hier steht er also, Gerd, unser Trainer sozusagen. Mhm. Gerd, wir sind hier auf dem ADAC-Gelände von Laatzen bei Hannover. Genau. Was kann man hier genau machen? Gut, wir machen hier also Motorradtrainings, Autotrainings, Training für Kleintransporter, für LKW, für Busse, also eigentlich das ganze Segment, was wir auf der Straße vorfinden. Ne? Fahrsicherheit von vorne bis hin. Das heißt also, man kann hier hinkommen, wenn man jetzt ein bisschen Angst hat im Straßenverkehr und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie verhält sich mein Wagen, mein Motorrad bei Glätte, bei Eis, bei Regen oder sowas? Ja, also Motorrad auf Glätte weniger, aber alles andere selbstverständlich. Meinungen, Einschätzungen überprüfen, ne? Gucken, schätze ich das alles richtig ein, wie sich das Fahrzeug verhält und dann wirklich probieren. Gucken, wie reagiert das Ding bei der Vollbremsung, wie reagiert es auf glatter Straße, wie reagiert es beim Kurvenfahren, beim Bremsen in der Kurve, wie weiche ich aus, alle diese Dinge, die auf der Straße wahnsinnig wichtig sind. Super, und muss man dafür im ADAC mit als Mitglied sein oder kann man auch sagen, Mensch, ich bin jetzt mit Tante Ursula hier und die ist jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gefahren, die möchten wir einfach mal probieren. Mhm. Also da kann jeder mitmachen, das ist keine ADAC-Mitgliedschaft notwendig, natürlich wird es ein kleines bisschen günstiger, ist ja klar. Was wir allerdings beachten müssen, man muss sich vorher anmelden. Ne? Einfach herkommen und sagen, wir machen jetzt, das schaffen wir terminlich nicht. Man kann sich im Internet anmelden unter fszhannovermesse.de oder über ein ADAC kriegt man es auch, also über die direkte Seite oder einfach hier anrufen im Haus und dann machen wir einen Termin fest und dann läuft das.
Super, vielen Dank und dann gucken wir noch ein bisschen weiter zu. Dankeschön. Ja, und was man hier nicht alles lernt auf dem ADAC-Übungsplatz, jetzt Vollbremsung. So, das war der Tag hier in Laatzen. Dankeschön, ich werde jetzt nach Hause fahren. Mit aller Kraft?